Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir was Cooles, was glaube ich noch niemand auf YouTube gemacht hat. Keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Aber heute reiten wir SO-Rennen, während ich einen Zauberwürfel löse. Ja, ich kann einen Zauberwürfel. Und damit ihr auch seht, dass ich ihn wirklich löse, habe ich mir gedacht, oder halt, ich habe so einen Zauberwürfel, den kann man mit einer App verbinden und dann sieht man halt, wer wie was und wo da halt gedreht wird und so. Und ja, das werde ich euch halt dann zeigen. Also ich werde das euch irgendwo einblenden. Ihr seht dann mich auch reiten und ich bin gespannt, wie es ausgeht, ob ich überhaupt irgendein Rennen schaffe. Und ja. Das wird sicher noch sehr, sehr funny. Jetzt muss ich zuerst noch den Würfel mit der App verbinden. Okay. Also, ich muss jetzt hier noch schnell die Bildschirmaufzeichnung starten. Yes, jetzt haben wir es. Und ich zeige es euch hier. Also, das hier ist mein Würfelchen. Was soll ich sagen? Und ich verdrehe jetzt mal und das ist echt extrem schnell und so. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt mal Steves Rennen, würde ich sagen. Ich habe dieses Video, by the way, schon mal aufgenommen. Ich habe es aber ohne Ton aufgenommen. Jetzt muss ich es jetzt nochmal machen. Ja, deswegen mache ich jetzt hier das Highscore-Rennen. Ah, das ist da drin. Ah. Help me, help me. Okay, wir starten das jetzt mal schon. Und jetzt gehen wir hier beim Würfel in den Zeitmessmodus. Der ist, glaube ich, hier. Ja, jetzt verdrehe ich ihn. Ihr könnt auch unten sehen, dass ich ihn verdrehe. Und ich glaube, das passt so, oder? Ja, passt. Und ja, jetzt bin ich hier ready. Ich drücke hier auf OK und dann geht's auch schon los. Okay, also ich hoffe mal, dass dieses Würfelknarzen jetzt nicht zu laut ist, weil, ja, wäre problematisch. Ich halte extra weit weg, der Würfel, aber okay, das ist Scheibenkleiste. Ich bin so langsam. Okay, also ich habe noch nicht mal die weiße Seite unten. Aber jetzt. Help. Help, 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 help. Ah, blöd. Help me. Also es ist noch ziemlich entspannt, aber ich glaube, dass Steves Rennen auch. Da halt. Steves Rennen hat halt viele gerade ausstrecken und dabei kann ich dann halt. Was soll das? Kann ich hier halt gut drehen. Also, ist deshalb, glaube ich, jetzt nicht so extrem schwer. Aber es ist trotzdem. Aber hey, wir sind noch nirgends wirklich extrem hängen geblieben. Sagt sie und reitet an der Fahne vorbei. Gut, dann geht es jetzt da halt weiter. Gut, und jetzt kommt der Teil, auf dem ich mich nicht vorher beim Würfeln. Den kann ich jetzt gerade auch nicht machen. Muss ich zuerst wieder eine gerade Ausstrecke haben, eine lange. Und das habe ich hier irgendwie gar nicht mehr. Nicht so nice. Mensch. Und hier. Reiten wir hier nochmal ein bisschen langsamer. Und weiter geht's. Okay, jetzt habe ich die gelbe Seite oben auch. Fehlen mir noch zwei Schritte und dann habe ich den Würfel geknackt. Ha. Okay. Noch einen. Und ich reite an der Fahne vorbei. Ich bin fertig mit dem Würfel. Und ich reite an der Fahne vorbei. Und, schaffe ich das jetzt noch? Bin ich jetzt das nicht noch schaffe, du? Da. Oh mein Gott. Knapp. Dieses steht da Bestzeit. Ich glaube, mir hakt's. Meine Bestzeit sind 35 Sekunden. Und meistens brauche ich aber eine Minute. Traurig.
Ja, also das erste hat schon ziemlich gut funktioniert, oder? Und jetzt habe ich noch eine Idee, wo wir hingehen können. Und zwar gehen Zirkus. Beim Zirkus, da gibt es dieses eine Rennen, wo man gegen dieses komische Pferd da rennen muss. Ich hoffe mal, dass ich schneller wie das bin. Hä? Wo ist das? Hochland. Ah, da. Hi, jetzt habe ich es gefunden. Okay. Ich habe mir gerade so gedacht, habe ich überhaupt aufgenommen mit meinem Handy? Hätte ich das jetzt vergessen, dann hätte ich aufgegeben. Dann hätte ich ein anderes Video gedreht. Also, gut. Ich meinte. Oh, muss ich auch dieses Highscore denn machen? Ich glaube, das hier ist es. Jupp. Das magische Zirkusspektakel. Aber zuerst müssen wir den Würfel wieder verdrehen. Irgendwie, irgendwo. Blablabla. Und ich würde sagen, das passt. Und wir legen. Warte, ich muss hier noch auf Ready drücken. Jetzt los. Okay, Start nicht komplett versaut, aber schon irgendwie. Gut, jetzt kommt ein Slalom. Noch sind wir hinter diesem Pferdchen hier, aber das schaffen wir schon noch. Sie vor dem sind. Ha, help me. Okay, wir haben jetzt 30 Sekunden auf der Uhr bis jetzt. Mensch, ey. Beweg dich! Beweg deinen fetten Arsch, du blödes Pferd. Okay, da rennen wir jetzt einfach durch, egal ob ich stehen bleibe oder nicht. Ernsthaft jetzt, ich bin nie stehen geblieben. Normalerweise, wenn ich das Rennen mache, kommen mir diese Bälle nur so entgegengeflogen. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen langsamer. Bisschen chilliger reiten. Das hier jetzt schon mal haben. Okay. Hier rauf. Und springen. Und hier wieder durchreiten. Okay, also. Beweg dich! Bewege deinen fetten Arsch, du Lusitano. Okay, hier springe ich jetzt noch durch. Und dann, Alter, ich bin gerade echt gut dran im Würfel. Also ich habe den gleich gelöst. Ne? Und ich glaube, wir haben das Pferd auch meilenweit überholt. Oder? Ha. Weiter. Würfel ist fertig. Okay, jetzt noch schnell ins Ziel. Wie schnell waren wir eigentlich vorher? Jetzt habe ich nur 2 Minuten 5. Wie schnell waren wir bei der vorigen Runde? Keine Ahnung, welche Runde war schneller? Schaue ich jetzt nachher gleich noch nach. Und ich glaube, ich mache noch einen rein, weil es macht übelst Bock. Macht es auch mal, falls ihr einen Zauberwürfel könnt. Ui! Julia online. Gut. Gehen wir noch schnell zur Loretta. Machen da das rein. Yeah, we made it. Rennen Sie, du Fick. Das Pferdchen. Du, 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 dong, da, dong. Gut. Also, ich habe keine Ahnung, welches Rennen hier die richtige Highscore-Tafel ist. Die Bobcat-Geländestrecke machen wir doch die hier. Okay, dann jetzt wieder verdrehen. Wir hatten es gerade 1 Minute 5:04. Und vorher weiß ich nicht. Ich will das jetzt knacken. Ich. Ich will jetzt schneller sein wie bei den vorigen Runden. Was ich aber glaube ich nicht schaffen werde. Egal. Es geht los.
In 3, 2, 1. Und Start nicht verkacken. Toll. Hier runter, 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 runter. Und rauf da. Oh fuck, ich habe den falschen Würfel am falschen Ort eingesetzt. Ja. Ich glaube, wir schaffen es nicht schneller. Oh fuck, ich muss das Rennen nochmal neu starten. Ich habe beim Würfel noch nicht gestartet. Weil nach dem Scramble musst du einmal auf dem Bildschirm tippen, damit dann die Zeitnehmung startet. Och Mensch. Okay, dann halt nochmal. Wir starten in 3, 2, 1. Jetzt habe ich den Start verkackt, aber egal. Okay, ich bin es gerade sehr konzentriert, wie ihr vielleicht bemerkt, weil ich gerade gar nicht mehr rede. By the way, Leute, sage ich einfach jetzt. Wir haben, ich weiß noch nicht, wann ich das Video hochlade, weil ich habe ein paar Videos vorproduziert. Und, oder ich werde jetzt noch ein paar Videos vorproduzieren, damit ich dann halt einfach ein paar Videos uploaden kann, wenn ich halt einfach gerade keine Zeit habe, welche zu drehen. Und ja, ich komme jetzt mal auf den Punkt. Wir haben einfach die 100 Abonnenten geschafft. Hallo? I mean, what the fuck? Das ist einfach richtig komisch, wenn du weißt, dass einfach diese 100 Leute dir folgen. Ich lieb's. Okay, und ha, help! Ich habe keine Ahnung mehr, was ich beim Würfel, wo ich gerade bin. Okay, hier. Okay, also Rennen ist fertig, Würfel ist noch länger nicht fertig. Aber egal, wir lösen ihn jetzt trotzdem schnell weiter. Ich glaube nicht, dass wir schneller sind wie bei den vorigen Runden. Wir haben jetzt schon 1 Minute 55. Schwierig, 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 schwierig. Ja, nee, das schaffen wir nicht mehr. Aber hey, eigentlich voll gut, oder? Würfel, ich will dich jetzt auch lösen. Okay, jetzt habe ich ihn jetzt. Gut. Also, das hier war, glaube ich, für die schlechteste Runde. Stimmt das? I don't know. Ja. Dann würde ich sagen, danke, dass du bis hierher geschaut hast. Lass ein Like und ein Abo da, wenn dir solche Art von Videos gefallen. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!